Ja, servus Leute, was geht eigentlich ab? Ich bin wieder zurück am Start, es tut mir leid, ich war in der letzten Zeit sehr inaktiv, Grund dafür war ein defekter PC, es soll keine Ausrede sein, aber eine Information für euch. Ich sage auf jeden Fall danke für euren Support, Leute, dass ihr weiterhin mit dabei geblieben seid. Ich habe auch gesehen, es sind einige neu dazugekommen, auch für euch danke, danke für euren Follow, danke für eure Abos. Ich sage auch mal danke an die fast 4000 Leute, die mittlerweile mein Battlefield 1 Video sich reingezogen haben. Extrem geil, taugt noch irrsinnig. Ja, wir sind hier bei ARK. Ich muss gestehen, ich bin total auf ARK reingekippt. Ich bin einfach der ARK-Sucht verfallen. Ich kann nichts dafür. Mittlerweile wurde ich aber schon mal viermal geradet. Ja, habe dreimal Server gewechselt. Ja, auf offiziellen Servern kann ich euch empfehlen, nicht zu spielen. Es hat absolut keinen Sinn, weil es gibt leider immer wieder diese beschissenen, muss ich leider sagen, Offline-Raider, die absolut keine Eier in der Hose haben und einen, jedes Mal, wenn man offline ist, wenn man schläft, als normaler Mensch, man hat ja auch ein normales Leben, sollte man schlafen, kommen die Typen her, zerstören einem die Base, töten ihm alle Tiere, rauben ihn raus, ja, was soll's, haben einfach keine Eier, dass sie sich manns genug 1 gegen 1 trauen, aber was soll's. Hier ein kleines Video hatten wir auf einem Server, 25 war glaube ich die Nummer, ja Server 25 war die Nummer, da waren die zwei größten Alpha Tribes, unter anderem der Drake kann man momentan im Chat sehen und ein zweiter Tribe, der Los Aztecas genannt war. Diese beiden Tribes waren die Alpha und Beta Tribes auf diesem Server. Beide Tribes haben sich gegen uns verbündet. Weil wir ihnen ein Dornenauge war. Das Lustige an der ganzen Geschichte, sie glaubten eigentlich, dass wir mindestens 10 Leute waren, waren wir aber nicht. Wir waren eigentlich im Endeffekt kurzzeitig mal zu 6, zu 7 sowas, wo wir gecraftet haben, aber nicht lange und hauptsächlich wirklich aktive Spieler waren es nur 4 im Endeffekt. Ja, hier war ein kleines geiles Szenario, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Leider habe ich die Stimmen der Kollegen rausschneiden müssen, weil ich sie nicht um ihre Erlaubnis gefragt habe. Ja, wie dem auch sei, hier ein kleines Spektakel. Wir haben uns ein wenig im Chat gefightet. Ja, das bringt nichts. Ne? Sibor haben geplant, den Berg einzunehmen, also Vulkan. Vulkan, für die Leute, die ARK nicht kennen, ist der bekannteste Berg und der höchste Berg in ARK, der auch den meisten Metallvorrat trägt. Das heißt, zum Metallernten und Metallbases, Waffen, was auch immer bauen zu wollen, müsst ihr auf den Vulkan sehen. Auf den Vulkan sehen, ja. Vulkan fliegen. Auf jeden Fall. Diesen Vulkan haben sie eingenommen, sie haben oben eine Base errichtet, ist ja kein Problem, eine Base können sie aufbauen, aber sie haben auch noch spätes X-Pflanzen gepflanzt. Das heißt, diese Pflanze beschießt euch mit ihren Sporen und killt euch natürlich auch, was natürlich nicht toll ist für alle anderen Spieler auf dem Server. Wir waren natürlich gegen den Ganzen, sind dann auf den Berg geflogen, seht aber einfach mal selbst. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Video. Haut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, haut den Like-Button raus. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Einschalten. Ich werde auf alle Fälle auch wieder mehr für euch auf YouTube da sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr supportet mich weiterhin. Schaut doch mal auf meinen Twitch-Channel vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mal einschalten würde. Ja, bis dahin, jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus! Das sind einfach nur die Vögel in der Luft. Irgendwie. Ja, auf manchen, aber nicht auf allen. Guck mal, da sitzen die neben der Blume. Jetzt müssen die nämlich 6 Stunden da drum fahren, dass die Blume wächst. Ich hab die ja schon gesehen. Na, haben sie mich jetzt endlich gesehen? Ja, jetzt haben sie. Hier mit euren langsamen Vögeln. Wirklich. Ich bin auch oben auf der Kante. Ja, ja. Ach, jetzt haben wir noch mehr gesetzt. Alles klar, da ist noch ein Pflanze. Ah, ne, das ist ein Spiel. Das ist halt auch. Okay, solange sie die Pflanze da vorne lassen, da könnte man ja sogar noch ans mitteilen. Aber das wird nicht. Ja, wenn sie auf Low einstellen, oder? Bitte? Wenn sie das auf Low einstellen, dann kommst du hin. Ja. Weil die Pflanze, wenn sie allein, wenn die fertig ist, beschießt die alle Tiere da unten. Von jedem Typen, der. Alle? Ja, die zwei gehören, glaube ich, gedenkt. Aztekas und einen wird das übertragen.
Habt ihr weiter, hat davon nichts mitgekriegt oder was? Warum sagt ihr eigentlich nicht? You need something? Ja, jetzt sag ja, da war die Pflanze da verschwindet. Na, warte, warte, warte. Oder I don't ask you when. Warte. Nein, 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 warte, warte. Also mach nicht zu spät. Ne? Nein, nein. Guck mal, kommt schon die nächste, da kommt die nächste, Alter. Das ist so. Wie sie sich anscheißen, hä? Das ist der Wizard, das ist Wizard, der Spaß. Weißt du, was ich mach? Ich schmeiß gleich meinen Affen vor den hin, der heißt doch Tataki wieder. Mhm. Ah, wär das geil. Soll ich machen? Dann könnt ihr ruhig töten. Oh, die Dani wird schimpfen. Der hat auch einen Bär mit Level 213, hm? Der hat einen Bär mit Level 213. Wie schaut der Ding drüben aus? Wie schaut der Berg drüben aus? Der ist schon leer, oder? Der ist leer, ja. Ja, schreibe ich. Nein, nein. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, der wollte nicht beißen gerade. Warte mal. Nein, nicht, du wirst dich provozieren. Armbrust haben sie in der Hand. Wobei. Bewei Betäubung ist scheiße. Bleib einfach in Bewegung. Flieg einfach. Ja. Ich habe eh auch das Sturmgewehr und das normale Gewehr da, aber ich wollte ihnen jetzt nicht zeigen. Der kommt runter. Hey, der hat mich, der hat mich. Bola, Bola. Okay, jetzt wollen wir nicht. Okay, jetzt wollen wir nicht. Ja, jetzt trinken wir nicht. Jetzt trinken wir nicht. Trinken. Hab ich, hab ich. Ist auch noch Aztekas, ne? Okay, ich töte mich. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich.
Ich flieg mit dir zurück, ich flieg mit dir zurück, das ist wichtiger. Okay, die greifen jetzt an, okay. Ja, wir müssen zurückfliegen zur Basis. Es ist wichtiger, dass ich dich mal rette. Ja, ich weiß es, aber es ist wichtiger, dass wir mal zurückkommen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die das als Erholungsmanöver machen. Und dann hier gleich vor der Basis stehen. Was schreiben wir jetzt? Was schreiben wir jetzt? Warte. Alex, schreibst du, weil ich flieg grad. Ich meine, wir sind eh schon da, aber. Ja, warum sie uns angegriffen haben? Ich schreibe mal in die Gruppe. Ich muss irgendwie probieren, den Vogel wieder zu kriegen. Aber ist noch nicht tot. Ich habe einen schnell, die Jessie. Aber lass mal zu zweit. Ja, ja, sicher, wir fliegen sowieso wieder rauf. Einer muss aber da bleiben, Alex. Hast du schon geschrieben? Können schon fliegen, wenn es wüsst. Gleich oben das erste. Aber lass es vorher einmal landen. So, bevor du da hochgehst, lass einmal landen. Ja, da auf den rechts kleinen Berg. Achtung! Ich packe in den scheiß Säbelzahn, Digga. Ich packe mein Leben nicht, oder? Geht schon. Ja, unten in der Schlucht wieder sein. Weil dort bist du ja gelandet mit ihm. Hab ich ihn? Nein, er fliegt nicht. Er sitzt noch da. Vielleicht hat er eine Bohle oben. Wenn er eine Bohle draufschmeißen, kann er nicht fliegen. Ich beobachte den anderen Typen. Los, los, los. Die scheiß Geier sitzen da oben. Ja, 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 flieg, flieg, passt. Allerdings haben sie den Vogel nicht getötet, hätten sie machen können, ne? Ja, ich flieg neben deinem Vogel hinten. Aber das war der übelste Move, Mann, ohne Scheiße. Dass du mich dann... Also ich schwöre, ich habe Herzrasen gehabt, Schweißausbrüche, Zittern, alle Zustände. Ich habe mir gedacht, bitte lass das nicht passieren, ich muss ihn in der Luft fangen, das muss funktionieren. Na wirklich, und dann geht's zack, denke ich mir, fuck, habe ich ihn jetzt? Ich hab dich nämlich nicht gesehen, ich wusste es nicht. Also scheiße, sie haben mich wieder und ich denke mir, fuck, ja, ich hab dich. Ey, und ich habe mir meinen Fallschirm verbaut, ich hatte auch nur einen mit, leider. Und die Bola, keine Ahnung, warum der die nicht geschnitten hat, das dauert halt ein bisschen, bis du die werfen kannst. Du musst ja so schwingen, ja. Naja.
ich auch gedacht, Alter, was geht mit dem? Der wäre schon von James Bond. Ja. So, wo ist der? Oh mein Gott, da, da steht er. Ich hab dich gerettet, wir oder wir. So, jetzt kommt's mal. Alex mit Raketenwerfer, das schaut aus wie der Superheld aus der Zukunft, kommt er daher. Bist du behindert? Das schaut aus, das ist so ein Riesenrohr auf seiner Schulter. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Also wir müssen uns wirklich alle drei auf die Kante mit den Vögeln rauffliegen, ganz knapp rauffliegen, genau auf die Kante rauf, abspringen, alle drei Raketenwerfer in die Hand nehmen und unten alles zusammenschießen und wieder wegfliegen. Ja, wär's. Dann ist wirklich Krieg. Dann ist wirklich Krieg. Ich denke mal, das war jetzt noch so eine Warnung, ja? Also, weil sonst hätten sie, hallo, das wäre doch das gefundene Beste für die gewesen, weil eben schnell 240 der Vogel sind. Ja, ich sehe es gerade. Ja, wir hätten es tun können, aber sie haben es zuerst getan. Mhm. Was nochmal? Er sagt, sie sind die Größten und die Größten und der stärkste Tribe auf dem Server und sie können sich nehmen, was sie wollen. Und wir hätten das genauso tun können oben, aber sie waren zuerst da. Aber man macht das einfach nicht. Ja. Ich glaube, Ressourcen baut man nicht ein. Ich schreibe zurück. Na warte, da habe ich schon einen guten Spruch parat dafür. Man kann doch schreiben, du hast zweimal Krieg angedreht und keiner von deinen Leuten wollte folgen. Ja. Aber das lassen wir mal. Scheiße, jetzt habe ich abgedrückt, bevor ich fertig war. Egal, ich schreibe den Rest weiter, das ist ja. Ja. Definitiv, dass ich, wenn ich jetzt einen von denen sehe, ich pick die auch hoch und plötzlich mal. Aber wenn ich jetzt wirklich schreibe, wegen seiner Tribe-Größe, das heißt nicht, dass sie stark sind. Wenn ich das wirklich irgendwie so schreibe, dann ist es ein Angriff. Ja. Weezy heißt der, gell? Ja. So, was hast du gesagt?
Was soll ich am besten schreiben? Warte mal. Warte, ich schreibe nämlich, Wizard, wegen der Größe deines Stripes, wahrscheinlich hieße das, aber klein sein heißt nicht, dass wir schwach sind. Oder? Nicht schreiben, was anderes schreiben. Ja, wo sie ihre ihre Basen haben in der Nähe von uns, sagt er gerade auf. Eine Base haben sie in den Bäumen, eine haben sie im Sumpf drüben. Your parents should teach you respect. Alex, ich habe mir diesen ganzen Dünger rausgenommen und gebe den oben irgendwo rein in den Kasten. Es leckt gerade voll, kann sein, dass die ihre Viecher in Bewegung setzen.
Das letzte Mal, wo das nämlich war, habe ich auch so eine schlechte Vermutung gehabt und habe nichts gesagt und dann auf einmal sind wir geradet worden. Aber warte mal. Der eine von der Trage spricht Deutsch. Ah ja, hier einer schreibt schon Sintis. Ja, die Sintis, die sind doch auch. So, wir suchen Unterstützung. Ja, hier. Da Odins Rache. Lust auf ein Treffen. Willst du mich treffen? Ich bin Ken, mein Name ist Ken. Oder wie heißt die, wie geht die scheiß Werbung da? Na, Jeff heißt der, mein Name ist Jeff. Ja. Ja, das sicher. Er schreibt gern.
Den laden jetzt einfach alle ein, aber ich bin komplett im Arsch. Das wird eine lange Nacht, okay, das wird eine 24 Stunden Nacht. Dani, du musst sagen, du bist wieder krank. Oh, so geil, jawohl. Dann trifft sich das ganz gut. Na. Ich hole mir mal noch einen Kaffee. Welches? Das Haupttor? Ja, in der Ecke, Kante, da muss, da habe ich, siehst du, das habe ich extra offen lassen. Ja. Da brauchst du nur hinstellen, du siehst nichts, du brauchst einfach nur drauf schauen. Auch wenn du nichts angezeigt bekommst. Gackifurz, der Hund ist deppert. Jetzt, wo das ein bisschen so abklingt, war das schon eine coole Aktion, eigentlich. Das war wirklich so James Bond-Style, eigentlich. Ja, ich zeichne das mal auf.